so, nach den Feiertagen melden Sie sich im Fitnessstudio an, oder? Ja, Fralle! Ja, und warum jetzt so konsequent? Frau sagt, ich bin fett. Vermissen Sie nicht dieses ganze reichhaltige Essen? Ah, nein. Ja, wirklich? Nein. Hallo, ich hab mein altes Intro verloren. Aber dafür gibt's jetzt einen coolen Kameraeffekt. Die erste einstellige Niederlage, was sagen Sie dazu? Ja, wir haben vor allem an uns selber geglaubt und ja, kennst du das Sprichwort, wer im Glashaus sitzt, der scheißt nie allein. Du Vollrepp, du Rasthurter! Servus, da ist wieder euer Bettina Kahlig-Stangl, live aus der Kläranlage in Schädling an der Jauche. Neben mir der Extremitätsvorstand Heinz Stink, der sagt lieber dreimal gefüttert als einmal. Herr Stink, wie kommt man jetzt eigentlich auf so brillante Erkenntnisse? Ja, damals ja gut, der fix jetzt fällt die mitten in den Scheißdreck rein. Jetzt muss ich mein schönes Ketterladenträger machen. Ich hab grad einen Brecker am Mund gehabt. Wir schmeißen heute irgendwas rein, ihr Grütze, fix. Du bitte, Rettungsring ohne Seil. Jetzt hab ich's geschluckt auch noch. So Christian, jetzt muss ich mal ein ernstes Wörtchen mit dir reden. Zuerst kommst du mit deinem Bruder rotzbesoffen um 3:30 heim, haust mit Haustür ein, Kühlschrank aufgerissen, den ganzen gute Kack raus, das wo morgen eigentlich für die Familie da ist. Naja mal, wir sind Familie. Naja, da leckst du mich doch einmal schon. Wo wart sie überhaupt die ganze Nacht? Schneemanns Party! Und sehen Sie nun Biologie und das, was der Herrgott auch noch so falsch gemacht hat. Hier sehen Sie ein besonders schönes Exemplar des Klabusterbären, der sich auf den Balzvorgang vorbereitet, indem er intensiv überprüft, ob sein natürliches Aphrodisiakum auch ausreichend ausgereift ist. Nicht selten kommt es natürlich im Rudel untereinander zu einigen Auseinandersetzungen, wer das Weibchen jetzt begatten darf, aber unser Alpha-Männchen hat natürlich mal den Riecher vorne. Und jetzt werden wir Zeuge eines unglaublichen Phänomens. Wenn das Alpha-Männchen des Klabusterbären seine Holde auserwählt hat, pflückt er ein paar Heckfedern aus seinem Genitalbereich und schmückt sich damit das Schnabelende. Damit will er dem Weibchen signalisieren, jetzt bin ich soweit. Wow, Natur ist eigentlich schon geil.